Alright, we should be safe in here. I hope. Better keep the lights down. You don't happen to have any cat food lying around, do you? Huh. I keep forgetting it can speak. It? Rude. Look, I let you two rest all the drive here from Fishmouth, but now it's time for us to buck up, get our coconuts situated, and work out where we're at. Right. So, what happened to you? I cracked lid in the underbunk of some lunatic cult. These guys were also after the Necronomicon, but apparently you gave them the slip. Not the sharpest crayons in the box. The Starry Knowledge Cult. Yeah, how'd you know? Anyway, they kneel and keel to some kind of rock what came from the stars. Supposed to croak ya or give you some kind of vision beyond time if you lay your mitts on it. So, did you? Now I glow in the dark. The Haunter's Mark, they call it. Ain't something I'd believe if I read it in the pulps, but now it's on me, I can't deny it. Things have definitely gone 15 shades of bizarro. And there's a talking cat. Again, I'm right here. Rude. Whoa. Did you try using your power? I didn't get the chance. I snuck out and crept around those smelly streets until I saw you legging it. That's about it. What you got? Well, I read from the book and now Kitty talks. Well, there's that. Then I visited a voodoo dude who told me to look for this Bob Olmstein guy in Fishmouth. Long story short, Olmstein had already left, but I did meet your employer. Fella by the name of Barnabas. Pretty big guy, white dreadlocks and beard, maybe in his 50s. Huh, I'll have to look him up in my files. Yeah, well, Barnabas is convinced Olmstein is of almost, divine nature. And there's also another cult called the Esoteric Order of Dagon, and they're about to have their creepy festival in Fishmouth soon. Oh, and there's a guy called the Butcher. Oh, just saying it all out loud makes my head spin. I know about those esoteric weirdos. Not the first time they completely shut off Fishmouth to do God knows what. Butcher. Those starry kooks mentioned him. All Barnabas told me was to keep the Necronomicon away from the Butcher at all cost. And you know what's weird? Barnabas hired you to find the book, but he wouldn't take it when I offered it. Strange. Well, he did pay up front, so he's all right as far as I'm concerned. So, what do we do now? You, wanna help? Kid, strange and mysterious are why I work this beat. Now that I've lost my shoes and my hand is all magic-like, this old bloodhound ain't going back to the kennel until he's got some answers. Boy, am I glad to hear that. Alright, well, there's two things. One, apparently there must be some item that counterbalances the Necronomicon's chaos, so we should probably look for that. And two, Barnabas told me to find peace. I kinda wanna research that online. You do have internet, right? Yeah, there should be some in that laptop thing. Oh, brother. You look into that. I want to see what this Haunter's Mark is all about. Oh Mann. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. So, dann schauen wir mal. Pflanze, Aktenschrank. That's my file cabinet. Call me old-fashioned. Go ahead. Ja, warum? That's Cornelia. I should give her a sprinkle. Ja, machen wir doch, Cornelia. Achso, das ist dieses... Man kann es nicht anklicken, aber... So kann ich ihn auch nicht mal aufs Auge gehen. Aber das ist anscheinend das mit der Hand, was er meinte, oder? She's fine where she's at. Ja, du sollst sie ja nicht runterholen, du sollst sie gießen. Zum Gießen haben wir aber nichts, ne? Okay. That's my safe. Right now it's guarding a whole lot of nothing. Okay. I'll take a look, but a bit later. Gut, dann schauen wir später nach. The number one cause of horizontally intermittent tan. Occupational hazard. Tja. Nah, I'd rather not open them more. It's best we don't alert anyone to our presence. Wenn's danach geht, durfte ich gar keine Bräune abbekommen, weil ich muss hier immer definitiv die Rollladen runter machen, wenn die Sonne kommt, weil sonst sehe ich ja gar nichts mehr auf dem Bildschirm. Können wir denn irgendetwas machen? Just my desk. Nothing special. Können wir denn hin und her switchen oder so? Nothing useful inside of it. That's my laptop. I barely ever use the thing. I'm a hands-on guy myself.
Everyone with a search engine in their pocket is a detective nowadays. Ja, eher ein Stalker, aber egal. Those belong to the guy what rented here before me. Never cared enough to take him down. Psychic Evaluator, Diploma of Excellence. Hey, they're conversation pieces. I think I'd rather try the Haunter's Mark out first. The Haunter's Mark doesn't work on him. Stimme der Vergangenheit. Benutze das erste Mal das Mal des Jägers. Hä? Was hat er jetzt gesagt? The Haunter's Mark doesn't work on him. Ja, wo funktioniert das dann überhaupt? Bei ihr vielleicht? I don't think the Haunter's Mark works on her. Ja, aber wo soll das dann funktionieren? Überall zeigt er mir an, dass es nicht geht. Who even still uses file cabinets, Joey? Just don't drop it on my toes again, Vince. Whoa, you sounded eerie. And you were talking in a couple of different voices. Never been much of a thespian, so I guess the Haunter's Mark does work. I think you were channeling the movers. How long ago was that? I don't know. Years. I had a feeling I shouldn't tip the short annoying one. Well, you can now legit read the past. Future would have probably been more helpful, but I'm not complaining. All right, give me a minute to look up this Barnabas fella. Ja, Moment, er überprüft doch gerade den Barnabas, oder? Ach so, kann ich das vielleicht? Cool. You think this guy goes incognito? You think his browsing history is open up? Wanna look at it? Wanna take a peek? The way that guy looks and dresses, I doubt he even knows how to turn the stupid thing on. Ich dachte, der sagt jetzt noch was dazu. Ja, hier nicht, ne? Ach, man, this thing must weigh a ton. This guy better tip well. Wouldn't count on it, Vince. He ain't for money, I can tell you that. Moment. Can you believe this guy, Joey? Didn't even bother taking those old diplomas down. That says something about a man, Vince. Don't ask me what, though. Drag this all the way up here and I bet it's empty, Joey. I bet it. Yeah, I'm with you on that, Vince. Oh. Man, those were some judgmental movers. Ich hab noch was. Did you hear that, Joey? This guy's talking to his plant. He named it and everything. Man's probably lonely, Vince. Leave it at that. Maybe I'm a little lonely. Oh well. Naja, gut, er kann jetzt nur die Vergangenheit hören, sag ich mal. Ich dachte, vielleicht kann er mit der Pflanze reden oder so. Hey, Joey, check it out. Venetian blinds. Guy thinks he's Sam Spade or something. Let's just get that desk up here, Vince. Haben wir denn noch irgendwas anderes? Is this a place, Joey? Sure is. How are we gonna get this desk up the stairs? Couldn't you got a lighter one? Shut up and do your job, Vince. Das würde ich ihm allerdings auch vorschlagen. Haben wir den Aktenschrank schon gemacht? Who even still uses file cabinets, Joey? Just don't drop it on my toes again, Vince. Naja, doch, das hat man eben. A big, bad, weird world awaits out there. Nah, not yet. Still got things to do here. Ich würde ja gerne... The Haunter's Mark doesn't work on him. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nur auf irgendwelchen Gegenständen? Ich würde ja gerne irgendwie wechseln, aber da gibt es scheinbar keine Option zu. Ich habe jetzt nur hier... Ich habe Bass getroffen, der die Straße runtergerannt ist, als ich die Mauer des Tempels des Sternwissens eingerissen habe. Es hat sich herausgestellt, dass wir ein Fischmaul waren. Das erklärt den Gestank. Wir haben es an einem Stück ins Büro geschafft. Nun, in drei Stücken. Ich, Bass und seine sprechende Katze. Ja, die Katze spricht. Und das ist nicht die einzige übernatürliche Entwicklung. Denn die Hand, mit der ich den leuchtenden Trapezoide, ich glaube, es ist ein E, angefasst habe, leuchtet und ist ganz magisch. Es hat sich herausgestellt... Ja, was hat sich herausgestellt?
Gute Frage. Was hat sich denn herausgestellt? Klicken kann man ja auch nichts. Na gut. Hey, Kitty. Is it important? No. Let me know when it is. Okay, Kitty. That there's Kitty. Ja, soweit waren wir schon. Das Problem ist nur, ich habe jetzt tatsächlich alles angeklickt. Ich kann nichts mehr machen jetzt. Hallo, lass mich mal da raus. I want to look up Barnabas first. Ja, wie denn? Du hast jetzt hier schon den Aktenschrank und sowas gemacht. Du kannst ja gerne hier rausgehen, aber... So kann er eben nicht, das ist ja das Problem. Nah, not yet. Still got things to do here. Ich verstehe es nicht, ich kann noch gar nichts mehr machen. Ich habe jetzt alles, was ich konnte, habe ich angeklickt. Manchmal wäre es halt schön, wenn man so diese normale Taste hätte, so wie... Dein Ernst? Ich wollte gerade noch sagen, so wie die Leertaste, dass man überall sieht, wo man noch was machen kann. Ja, aber ich habe jetzt... Habe ich jetzt... Ich habe doch eben die Jalousien gemacht, oder? Hey, Joey, check it out. Venetian blinds. Guy thinks he's Sam Spade or something. Let's just get that desk up here, Vince. Also, wir haben was Neues gelernt, nachdem wir wahrscheinlich das halbe Spiel schon durchgespielt haben. Wir können Space drücken, was uns allerdings nicht wirklich weiterhilft jetzt aktuell, weil ich, wie gesagt, alles schon angeklickt habe. Es wirkt nicht bei den beiden, das hat er ja gesagt, das mit den Diplomen habe ich schon gemacht, Laptop habe ich schon gemacht, Schreibtisch habe ich schon gemacht. Ich habe alles schon gemacht, aber ja, ich weiß nicht, was er da noch machen will. It's Buzz. I guess we're sort of partners now. Never really needed a partner, but I can use the company. I want to look up Barnabas first. Nein, willst du nicht, weil wir können nichts machen. Laptop hatten wir auch schon. You think this guy goes incognito? You think his browsing history is open enough? Want to look at it? Want to take a peek? The way that guy looks and dresses, I doubt he even knows how to turn the stupid thing on. Tja. Wird sich da irgendetwas tun, wenn ich mehrfach da drauf gehe? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, man, this thing must weigh a ton. This guy better tip well. Wouldn't count on it, Vince. He ain't for money. Those belong to the guy what rented here before me. Never cared enough to take him. Das hat er auch gesagt. Can you believe this guy, Joey? Did that says something about a man, Vince. Tja. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade überhaupt nichts. Is this a place, Joey? Sure is. How are we gonna get this desk up the stairs? Shut up and do your... Also ich schau mal eben bei den Einstellungen nach, ob ich da irgendwo was finden kann, vielleicht, dass man die doch switchen kann oder so. Ach so, da kann man noch drauf drücken, das wusste ich noch nicht. Dass man vielleicht per Tab-Taste offenbar nicht, 1, 2, 3 offenbar auch nicht, dass man vielleicht zwischen den beiden hin und her wechseln kann, keine Ahnung, weil er kann ja jetzt nichts mehr machen. Einen Moment. Naja, also ich habe nichts gefunden, dass man hier hin und her switchen kann. Ich verstehe es auch nicht. Wir haben ja jetzt alles schon mit allem angeklickt. Ich gehe jetzt von links nach rechts nochmal alle durch mit sämtlichen Sachen, die man hier machen kann. Weil wir haben jetzt alles schon benutzt, wir haben alles angesehen und wir haben jetzt alles schon mit diesen Zeichen da, mit dieser Hand oder wie das heißt, gemacht. No one seems to be peeking in. Good. Das hat er aber eben, glaube ich, nicht gesagt bei der Tür, oder? A big, bad, weird world awaits out there. Ja, das hat er eben gesagt, genau. Is this a place, Joey? Sure. Shut up. Nah, not yet. Da will er auch nichts machen. Ich verstehe es nicht, wir haben alles schon gemacht. Companion. Doesn't judge, only requires water. Benötigt nur Wasser, genau. She is fine where she's at. Did you hear that, Joey? This guy's...
Man's probably... Maybe I'm a little lonely. So, das haben wir auch alle drei gemacht. My life's work. Mostly consisting of hoodlums, thugs and weirdos. Okay, da hat er jetzt eben was anderes gesagt, muss ich sagen. Let's see here. Nein, du willst mich jetzt... Nein! Hä? Ich hab das doch eben benutzt! Du willst mich jetzt hier veräppeln, oder was? Wieso leuchten die eigentlich auch auf? Barnabas, oder wie hieß der nochmal? Irgendwas mit B auf jeden Fall. Barnabas, hier. Die wollen mich doch veräppeln. Oder ist das jetzt durch irgendeine Interaktion freigeschaltet? Da ist er. Eine Tochter. Peace, wenn ich das richtig sehe. Name Barnabas Busara. Alter unbekannt, aber schon was älter, so wie er aussieht. Beruf unklar. Einmal gehört, wie er sich selbst einen Jäger des Bösen nannte. Bekannte Verbrechen unklar. Verdacht auf Vigilantismus, was auch immer das sein soll. Bekannte Verbindung Hostes Tenebris. Über die Hostes Tenebris und ihre angeblichen Anführer Barnabas Busara ist wenig bekannt. Mit sehr wenigen verdächtigen Mitgliedern und nur zwei halboffiziell bestätigten. Busara selbst und seine Tochter Peace. Ach Moment, hatte Danny nicht... Nee, irgendjemand hat doch was mit Peace gesagt. Finde Peace oder sowas, ne? Irgendeiner hatte das gesagt. Ach so, ja, er war das doch, genau. Er hat das aus dem Fenster noch gerufen. Finde Peace. Busara selbst und seine Tochter Peace. Es wird allgemein vermutet, dass sie sich in ständigem Konflikt mit mehreren Sekten befinden und möglicherweise als Reaktion auf die Aktivität dieser Sekten entstanden sind. Busara, ihr angeblicher Anführer, steht nicht direkt mit irgendeiner Art von kriminellen Aktivitäten in Verbindung. Aber irgendwie scheint sein Name in irgendeiner Weise mit den prominentesten okkulten Ereignissen in der kriminellen Unterwelt in Verbindung zu stehen. Wenn auch eher mit Behinderten oder Überwachenden als in einer partizipativen Weise. Oh mein Gott, wenn man einmal krank ist und die Augen trägt, kann man gar nichts mehr lesen. Hostes Tenebris scheint den geheimen Teil der Gesellschaft, Geheimgesellschaft ernst zu nehmen, sodass außer den vermeintlichen Namen ihrer beiden wichtigsten Mitglieder nichts über sie bekannt ist. Aktueller Status unbekannt. Aber dafür weiß der ganz schön viel über den, ne? Eigentlich sollte ihm ja noch gar nicht begegnet sein. Was ist das denn hier? Ah, Baron. Okay, na gut. Damit gehe ich wieder raus. Hey, Bosinski. I think I got something on that fine peace thing. I don't believe Barnabas was trying to guide you to a life of mindfulness and meditation. He's got a daughter called Peace. Peace Busara. Oh, of course, that makes sense. Tut es das? Ja doch, in dem Fall tut es das tatsächlich, weil ja beide anscheinend mit denen Clint stehen. Kannst du weißt schon, nach ihr suchen? Can you, you know, look her up? On it. I think I got it. I found Peace Busara's blog. Die hat einen Blog, wo sie quasi geheim arbeitet. Das ist, ja. Was ist ein Blog? Das weiß er wahrscheinlich wirklich nicht, also frage ich das tatsächlich mal. What's a... Nah, never mind. What does it say? Well, the latest entry is pretty cryptic. It just says land beyond the forest and a bunch of numbers. Okay, these must be spatial coordinates. Tracking them down now. Man, this is just like in the movies. And I was right. She's in... Formaris, Transylvania, Romania. Oha. Well, well. Hey, here's an idea. Feel like visiting your ancestral home, Kerwin? Are you kidding me more than anything? But I'm hopelessly broke and... Don't worry about it. Barnabas paid well, and I want to see this thing through.
awesome. Der hat schon im Vorfeld bezahlt. Das ist natürlich gut. Ich finde sein Gesicht so genial, wie er gerade am Gucken ist. Freust du dich, Rumänien zu sehen, Bas? Genau. Hast du auf deiner Reise nach Fischmaul etwas gefunden, das es wert ist, untersucht zu werden? Ja, er freut sich auf Rumänien, hat er gerade schon gesagt. Fragen wir erstmal das andere. Found anything worth examining on your trip to Fishmouth? Actually, yes. Barnabas called it Olmstein's sign. He apparently left it on purpose so that I could find it. Here it is. No idea what it means. Okay. It's that mysterious sign Buzz found back in Fishmouth. Ach so, das meint er. I don't need to pick it up. Dann halt nicht. Flamel's abode. Flamel's abode. Did I hear that right? Aber nicht Niklas von Flamel, I think oder? So. Does it ring a bell? There is one famous Flamel I know of, and he's, well, was an alchemist. Looking it up. Pretty useful thingamabob, that laptop. 51 Rue de Montmorency, Paris, France. 14th century alchemist Nicolas Flamel's ancient home. Alchemist, huh? Could tie into the whole balancing chaos thing. All right, looks like that's my destination. European road trip. So, when do we leave? Ein paar Akten. Ich denke nicht, oder? Haben wir vielleicht noch irgendwas zu dem Niklas Flamel? Ich glaub's nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Nee. Also, er hat ja gesagt, er kennt ihn nicht. Dann, wir brechen jetzt auf. No better time than now. Radical. Yeah, radical. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!